Wenn man sagt, man will glücklich sein oder sich gut fühlen, dann ist die Liste von dem, was man will, wenn man ehrlich ist, noch lange nicht vollständig, sondern es gibt ganz viele Dinge, die man will, und dabei ist der Gedanke erstmal nicht dabei, ob man sich da oder wann man sich dann mit gut fühlt oder dass man sich dann gut fühlt, wenn man das hat, sondern man will die Dinge tatsächlich, man will, was man ist. Und das Extrembeispiel ist Lucifer, der Gott sein wollte und damit, weil er nicht Gott war, was gewählt hat, was extrem inkonsistent war. Aber Lucifer kriegt nach und nach Recht, indem er ein Bildnis ist für den Menschen, der mit Beginn seines Denkens auch sagt, warum sollte zu meinem Wollen nicht auch zählen, Gott zu sein? Warum sollte nicht in erster Linie und am allermeisten dazu zählen, dass ich Gott sein will? Da das schließlich das Höchste ist, was ich wollen kann, warum soll ich das nicht wollen? Und es ist schon richtig, das zu wollen. Es ist nur nicht richtig, überhaupt in erster Linie zu wollen, sondern sich seines, sondern zu untersuchen. Es ist zu untersuchen, was man will und wie der Weg dahin ist, zu werden, was zu wollen ist. Also, wenn Gefühl zuerst da ist, dann ist auch Wille da und dann ist der Wille da, der schon, also dann geht Wille in Tat über, dann ist der Wille da, der schon an Tat grenzt. Und wenn das Digitale zuerst da ist, das ist eine interessante Frage, nach was für Gesetzen das Digitale fortgeht, und das kann irgendwie riesige Sprünge machen, sodass, was man da will, von Tat unendlich weit entfernt ist. So weit, dass es dann Hölle ist.